Medizinisch ist die Kirsche die beste Pflanze gegen Gicht. Dreimal 100 Milliliter Kirschsaft jeden Tag senkt die Harnsäure so ab, dass keine Gichtanfälle mehr passieren. Da muss man kein chemisches Arzneimittel für nehmen, sondern einfach natürlich Sauerkirschen in dem Moment. Aber auch die Kirsche hat ihre Eigenschaften. Aber wir sehen halt hier wieder das Bild der Ganzheitlichkeit. Und auch das ist vielleicht ein Thema, wo wir die Menschen wieder zurückführen müssen, dass wir im ganzheitlichen Sinne mit der Natur verbunden sein müssen und das Ganze eben auch benutzen. Wenn wir die Natur ausnutzen, Dinge nur essen, die Kerne wegschmeißen, die Pflanzen wegschmeißen, auf die blöden Blätter gucken, naja, vielleicht zahlt sie uns das irgendwann mit Form eines Virus zurück, wo die Menschen anfangen müssen nachzudenken, ob das, was wir mit der Welt tun, so noch sein kann. Vielleicht ist es ein Warnschuss, wo uns die Mutter Natur gibt, ob wir unsere Mutter kaputt machen oder unsere Mutter vielleicht ehren müssten, indem wir die Produkte der Mutter ehren und nicht zerstören. Dadurch sind vielleicht solche ganzheitlichen Überlegungen im wahrsten Sinne des Wortes ganzheitlich, was vielleicht vielen auch therapeutisch Tätigen zum Denken anregen sollte, die auf ihren Praxistafeln, ich hatte nichts mit zu tun, ob Arzt oder nicht Arzt, ganzheitlich beschreiben, aber letztendlich Schemamedizin machen, einfach mit Pflanzen und teilweise die Pflanzen dann ausrotten. Wir sind ja dabei, die Teufelskralle auszurotten, weil alle nur noch Teufelskralle-Extrakte essen, anstatt uns darum zu kümmern, wie kann man die Teufelskralle so verwenden, dass sie uns hilft, aber nicht kaputt geht. Wie kann man die Kirsche so verwenden, dass sie dann auch noch genial schmeckt, aber nicht einfach ein Teil weggeschmissen wird? Ja, das ist... Du kochst, glaube ich, auch mit anderen giftigen Sachen, oder? Ja. Vogelbeeren schon. Oder sowas? Ja. Also man meint, es sei giftig, gell? Es ist ja zum Beispiel die Vogelbeeren, die ja jetzt extrem gedeihen hier. Die haben, das habe ich jetzt vergessen, die haben, ja, also ich ernte sie jetzt, die schlechten Beeren veraschere ich. Die guten Beeren werden eingelegt. Die Blätter habe ich, Vogelbeerblätter im Frühling, Hammer. Das ist das Geilste, das ihr essen könnt. Oder auch Schlee machen, das ist so richtig Amaretto. Auch die ganz jungen Dingsbums da, werden sie, ja, die kann man wunderbar essen. Und das ist von. Ist für mich überhaupt nicht giftig. Es hat einfach, jetzt weiß ich das, man muss sie einfach 72 Grad erwärmen. Dann geht das, jetzt habe ich es vergessen, was. Weißt du das? Wie der Stoff heißt, nein. Ja, aber ich komme mir dann noch in den Sinn. 72 Grad, nicht der Aberglaube, dass man den Frost durchlassen soll oder einfrieren soll, sondern 72 Grad erwärmen. Dann sind sie frei, weil vielleicht der eine oder andere Mensch sagte, es geht mir nicht so gut dabei. Aber es ist nicht in dem Sinn giftig. Giftig ist manchmal auch, der Vogelbeerbaum ist der Baum der Druiden, Hexen und Magier. Und die Kirche haben ja die Hexen und Magier und die Zauberer und alles, die Druiden bekämpft. Und so natürlich in der Esoterik. In der Esoterik heißt es, der Rauch des Holzes macht Menschen gefügig. Und die Christianisierung hat dieser Baum als Gift erklärt. Aber wenn ihr alte Kochbücher anschaut, auch Fritter Oskar oder so, dann hat es überall, heißt es die Eberesche. Und es ist überhaupt nicht giftig. Das ist auch die rote Holunder oder der schwarze Holunder, die sind genau gleich zu halten. Und da ist halt auch zum Beispiel bei den Bäumen, ich habe mal ja, die Bäume gekocht, über 35 Mal habe ich sie thematisiert. Und da kommt natürlich automatisch der keltische Baumkreis. Und viele Bäume haben auch ein bisschen halt altes Wissen, Mythologie, Mystik dahinter, zum Beispiel. Der Holunder ist ein Schutzbaum und wenn ihr alte Häuser anguckt, haben die meistens einen Holunderbaum vor dem Haus. Der schützt gegen Böses nicht. Denn der Vogelbeerbaum ist ein Zauberbaum und der Wacholder da,
Das ist auch ein Schutzbaum, das ist so ein Polizist. Der guckt über alles, sucht sich immer ein schönes Plätzlein aus, sodass er über alles her sieht, sodass er alles kontrollieren kann. Die Tuya ist giftig, aber wo ist die? Die ist bei den Gräbern, also beim Friedhof. Weil der Tuya ist ein Baum der Unterwelt, Oberwelt und so können die Seelen nach Opsi und nach Nizi gehen, je nachdem, was sie verbrochen haben. Für das sind die Bäume eigentlich auch da, darum könnt ihr die auch dort suchen. Komischerweise in der Schweiz werden sie zum Abgrenzen von Gärten benutzt. Ja, das ist auch die Eibe wird für das verwendet, weil die Eibe ist der Baum des Todes der Unterwelt. Aber das ist ein mächtiger Baum. Ich habe gehört, Julius Caesar hatte Angst von diesen Bäumen, von den Galliern her und habe die alle abgehackt. Bei den Japanern, bei den Samurais ist er ein Kampfbaum, das heißt, er gibt Stärke, Wille und Kampfgeist. Also einfach nicht ein ungefährlicher Baum, das heißt, also die solche Bäume zu Hause haben, einfach nicht Böses herbeirufen, sonst kommt das Böse, kommt aber auch Gutes. Macht man Gutes, dann kommt auch Gutes. Wie nutzen wir die Eibe in der Medizin? In der Onkologie. Aus der Eibe werden die wirksamsten Taxolprodukte gewonnen. Sie kämpfen gegen Krebs. Das heißt, sie unterstützen uns gegen was anderes. Und deswegen ist es eben auch nicht so, dass per se der Baum das ist, was er ist. Es ist eine Frage, wie nutzen wir das Geschenk der Natur? Nutzen wir es so oder nutzen wir es anders? Wie benutzen wir es? Wie denken wir? Wie gehen wir mit der Pflanze um? Wie arbeiten wir mit diesen Pflanzen? Das ist halt auch noch die Frage, wie man damit umgeht und wie man dran denkt und wie man das damit tut. Und zu diesen Giftstoffen muss man vielleicht noch bemerken, es gibt in der Medizin etwas, das nennen wir Hormesis-Prinzip. Aus der Kriegsschule des Lebens. Was uns nicht umbringt, macht uns nur härter. Und das geht in die gleiche Geschichte hinaus. Eine natürlich nicht tödliche oder gefährliche Dosis eines Giftes, regelmäßig in niedriger Menge zugeführt, führt dazu, dass der Körper seine Abwehrkräfte dagegen aufbaut. Und deswegen ist es sogar zwingend notwendig, niedrige Dosen von Giftstoffen zu sich zu nehmen. Das klappt nicht bei allem, das klappt nicht bei Schwermetallen, aber bei naturgegebenen Dingen funktioniert das, dass unsere Abwehrkräfte sich entsprechend dagegen aufbauen und der Körper sogar Schutzfaktoren damit aufbaut. Schöllkraut ein ähnliches Problem. Es wird zurzeit ins Tod geredet, weil man daran sterben kann. Das stimmt. Ein Kilo Schöllkraut sollte man nicht unbedingt gerade vertilgen. Das wäre nicht so intelligent für die Leber. Aber niedrige Dosierungen in pflanzlichen Tropfen, überhaupt kein Problem. Also es ist alles eine Frage des Umganges. Naja, und vielleicht auch eine Frage der Kochzubereitung. Du hast gerade gesagt, so mit 70 Grad. Ich höre immer so, dass ganz viele Leute immer alles extrem heiß machen. Man müsste immer das Fleisch 120 Grad, damit die Poren sich schließen und so. Ja. Wie ist das mit der Temperatur? Ja, das ist, ja. Also, natürlich jetzt das Wort vorher, Saponinen sind das, die unverträglich sind zum Teil. Darum 72 Grad. Natürlich Fleische, das erstens natürlich Jungtiere, ganz junges Gizi oder das Jungschaf oder was auch immer, ganz junge, das sind, ich sage dem Bebes. Und die Bebes, das Fleisch ist wässrig und eigentlich nicht so geschmacksvoll. Das heißt, ein Gizi, das 20 Kilo wiegt, ist viel geschmackvoller als eines, das 10 Kilo wiegt und dann geschlachtet wird und es gibt dann noch 5 Kilo, überhaupt 4 Kilo, 3 Kilo Fleisch. Also es ist eine... Halt klar, wir sagen, das ist zart und so. Aber ich denke, wir müssen ja nicht immer das Fleisch saufen, wir können es ja auch essen, also beißen. Und wir haben ja auch Zähne und die sollen wir auch betätigen. Und durch das Beißen entsteht ja wieder Speichel und es gibt Genuss und es gibt auch wieder Betätigung. Und das geht dann vielleicht wieder zum Hirn und das Hirn arbeitet dann vielleicht wieder besser, wenn wir das so machen, als wenn wir das saufen. Und das ist das eine, natürlich, wir haben gerne die Bratmoleküle. Und das ist so, ich mag die auch über alles, Gemüse und alles, einfach etwas angebraten. Das mag ich extrem. Und das mag ihr sicher auch. Also das Sous-Vide, das nur dann kurz gebraten ist, das man zum Teil bekommt, das sind dann einfach die Bratmoleküle, sind weg und dann das Fleisch, so schmeckt dann halt vielleicht
so das kurz gebratene Fleisch halt nicht so, so gut. Natürlich das Fleisch, das man dann länger kochen lässt oder zubereitet oder schmort, das hat einfach viel mehr Kraft und schmeckt viel besser als eine Kuh Südfleisch zu machen oder auch eine Schmorbraten oder ein Ragout oder was auch immer. Das ist halt schon auch gut. Und das wird halt weniger gemacht, weil wir halt auch die Zeit nicht dazu haben. Das ist ganz logisch. Von daher möchte ich das auch nicht verurteilen. Und natürlich Zeit zu haben zu kochen, das ist ein Luxus. Und wenn ihr natürlich die Zeit habt dazu, dann halt kocht, aber kocht nicht einfach so wie ein Wir, wo vier, fünf Gänge kochen, sondern kocht einfach ein Gericht, ein Fleischgericht mit Beilagen, vielleicht noch ein Salat und fertig. Und wenn man das Geköch ablässt, so wenn ich zum Beispiel zu jemandem eingeladen, ihr werdet zu ihnen eingeladen und die kochen, was das Zeugs hält und kochen euch 8 Gänge. Sie schwitzen und sagen, ich habe fast keine Zeit mehr gehabt. Hat es euch geschmeckt und so und machen sich so, plusten sich so auf und sind überhaupt keine Gastgeber, weil sie sind ja nie am Tisch gewesen, sie sind ja immer in der Küche gewesen. Jetzt ist die fertig und sitzt noch am Tisch und jetzt denkt ihr, wollen wir jetzt die einladen? Und dann dachte ich, nein, die haben so das Köch gemacht, ich habe doch auch nicht so einen sauren Schisskoch. Und so ist doch, koch doch lieber weniger für Gäste. Eins, zwei Gerichte, so, fertig, Schluss. Und dann könnt ihr am Tisch sitzen, ihr könnt genussreich essen und es macht viel mehr Spaß. Und der andere sagt, ah, da könnte ich dich ja auch einladen, wenn du ja nicht so viel Gas gehst beim Kochen. Und ich finde das viel ein... viel schöner so, wenn halt, und so ein Schmorgericht kann man ja ansetzen in den Ofen und fertig und dann kannst du es lassen. Nimmst es raus, schneidest es auf und sitzt wieder an den Tisch und fertig. Schmorgerichte waren alte Traditionen, gehen ganz verloren, aber es dauert einfach länger, aber man muss ja gar nichts tun, das kocht ja von alleine. Man muss es warten. Und die Frage ist, nimmt man sich die Zeit, wenn ich sehe am Wochenende, wie viele Leute 10, 15, 20 Minuten vor der Waschanlage stehen, um mit ihrem Auto in der Schlange zu stehen und das Auto zu waschen. Da hat man komischerweise Zeit. Am Herd gemütlich fürs Essen stehen scheint keine Zeit mehr zu sein. Das ist ähnlich wie das Biogemüse kostet 2 Franken mehr, aber die 10 Franken fürs Autowaschen ist kein Problem. Da fragt man sich, was die Menschen wollen und was sie vielleicht von der Natur geschickt bekommen. Es ist alles eine Frage der Prioritätensetzung. Was will ich, was ist es mir wert? Will ich langsam kochen, will ich Zeit haben zum Kochen oder will ich schnell sein? Das ist alles eine Frage der Zeit. Da muss man vielleicht ein bisschen auch hinterlegen, wenn unsere Kinder von morgens bis um 5 abends in die Schule müssen, dann noch 3 Stunden Hausaufgaben machen, dann nimmt man ihnen die Zeit zum Essen. Aber was lernen sie im Hauswirtschaftsunterricht? Meine Tochter hat zurzeit das Vergnügen, in den Hauswirtschaftsunterricht zu gehen. Dort müsste man ja kochen lernen. Und eigentlich müsste er den halten. Weil was lernt sie? Sie hat gelernt, Elblamakronen machen, indem man Fertignudeln mit irgendeiner Sahne übergießt. Sie muss die ganze Zeit Sirup machen, indem sie Zucker, Sirup und Wasser ineinander gießt. Das lernen die da beim Kochen. Die lernen nicht, dass es Zeit braucht, dass es Wertschaft ist, welches Material man benutzt. Die nehmen Eier aus deutschen Legehuhn-Batterien. Da habe ich den Direktor angerufen und gesagt, was spinnen Sie? Ja, das Budget langt nicht. Ja, interessanterweise, nächste Woche hatten die Lehrer eine Fortbildung der Lehrerschaft im Grand Hotel in Engelberg. Dafür hat offensichtlich das Budget gelangt, für die Eier nicht. Schon noch eine interessante Sache, was in unserer Welt so alles passiert. Und deswegen müssen wir den Menschen wieder beibringen, dass wir Ehrfurcht haben müssen vor dem Essen und Ehrfurcht vor der Natur. Und es gehört sich einfach so, eine Zeit zu nehmen, vielleicht auch zusammen zu kochen am Abend. Und ich denke auch, es ist ja kein Wettbewerb. Wenn man Leute einlädt, ist ja kein Wettbewerb, wer besser kocht. Sondern es sollte ein Geschenk sein für die, die man einlädt, dass man sich ein bisschen Zeit genommen hat, für die was zu kochen. Aber eins langt ja. Wenn das mit Liebe und toll gekocht ist, ist das besser als 10 Gänge abends. Das ist nur so das Gefühl, jetzt zeige ich dem mal, was ich kochen kann. Das ist aber genau nicht die Motivation. Sondern es sollte die Motivation sein, man kocht für jemand anders als Geschenk. Essen mit Freunden am Tisch sitzen, Sharing-Systeme aufbauen, dass man zusammen isst. Das ist vielleicht eine Idee, wo man den Menschen auch mal wieder beibringen müsste, wie es ums Essen geht. Ja, darum habe ich auch die Feuerringe mitgenommen, weil die entschleunigen. Das ist natürlich, geht langsam und
Man kann dort nur eine Rande, also eine rote Beete zubereiten mit ein bisschen Beetensalz. Und die Blätter kann man mixen mit Öl, ein bisschen Salz und schon hat man schon ein kleines Festessen. Mehr braucht es nicht, kann sie ins Feuer schmeißen und wieder rausnehmen. Und die Feuerringe sind für mich eigentlich etwas vom Schönsten. Für mich müsste jeder so einen zu Hause haben, wenn er Platz hätte. Und auch der Nachbar, der das geduldet. Aber so kann man ganz langsam etwas drauf tun und nebenbei kann man essen und es ist sehr, sehr genügsam und Feuer beruhigt. Und Feuer ist etwas vom Schönsten. Das ist ja auch die vier Elemente, Luft, Feuer, Wasser, Erde, wo ich dann auch einzeln gekocht habe. Das ist ja das, wo wir Menschen sehr nahe sind. Wir sind gerne Erde in einer Höhle, wir kuscheln uns ein. Wir sind immer sehr gerne am Wasser und am Feuer stehen wir auch gerne und in der Luft oder in einer Aussichtsplattform, wo es windet oder wie auch immer. Das mögen wir auch sehr. Bei dem da hat der Coronavirus keine Chance. Durch den Rauch und durch die Hitze ist hier null Reaktion gegeben, dass irgendein Virus auch nur einen Hauch einer Chance hätte. Also wir haben auch da einen Gesundheitseffekt. Einfach durch das Feuer und den Rauch. Rauch ist überhaupt nicht ungesund. Sondern das ist vielleicht auch wieder die Kontaktaufnahme mit der Natur. Das Teil da kommt ja irgendwie mit der Erde in Verbindung, weil so eine Rande wächst ja nur mal am Boden, nicht am Baum. Warum muss man sie in Wasser kochen? Warum kann man sie nicht in dem Element kochen, wo sie nahe dran ist? Vielleicht hat doch das nochmal eine andere Eigenschaft. Und den Menschen wieder beibringen, mit Holz zu kochen und die Macht des Feuers zu spüren, ist vielleicht auch eine schöne Geschichte, als immer nur irgendwo auf Gas oder auf sonstigen Sachen zu arbeiten. Der Gag ist, ein Gasgrill geht natürlich schneller, das ist klar. Kann man schnell anschalten, schnell Fleisch drauf. Da kann ich ja gerade einen Herd anschalten. So ein Herd braucht Zeit, den muss man vorbereiten. Also auch das kostet schon die Zeit, bis das Feuer soweit ist. Komischerweise, klar, es gibt Situationen, wo man nicht darf. Aber ansonsten, warum nehmen wir nur noch Gasgrille und gehen diese Holzkohle weg? Und nur, dass ich das gesagt habe, du hast es schon erwähnt. Ottos Warenposten ist der einzigste, der noch die Tradition des Köhlerns hier in der Schweiz unterstützt. Das muss man mal laut sagen. Das macht nicht Coop und keine Bioläden oder sowas. Das macht Ottos Warenposten. Da kann man diese wahnsinnig geile Holzkohle holen. Ich benutze nur diese. Die bleibt tausendmal länger heiß. Viel andere Qualitäten. Es schmeckt nochmal ganz anders. Wenn man mit der Holzkohle etwas macht, ist es tausendmal anders als der Schrottholzkohle, den man sonst irgendwo kaufen kann. Kostet ein kleines bisschen mehr, aber dafür wird ein Berufsstand erhalten, den es eigentlich nicht mehr gibt, nämlich die Köhlerei. Und das macht sich unbedingt mal, das mal anzuschauen und dort mal hinzugehen. Da ist einfach relativ dreckig. Aber es sieht fast so aus wie das da. Erzähl doch mal was zu deiner Rande. Gut, die Rande kann ich nicht so viel erzählen. Also die schmeckt einfach gut. Wie kamst du auf die Idee? Einfach, die Rande ist einfach Hammer. Das kann ich, wenn die auch schwarz ist, wir schälen die nicht. Wir geben die so schwarz, wie sie ist, wird geschnitten. Und dann machen wir einen Randensalz aus dem Saft der Randen und mit Salz. Und die Blätter, die habe ich am Montag geerntet von einem Demeter-Gemüsefeld. Und die wollten die ja kompostieren. Dann habe ich gesagt, die mixen wir mit ein bisschen Rapsöl und Salz. Also es ist ein Kilo Blätter, ein Liter Öl und 35 Gramm Salz, mehr Salz. Und, oder auch wir kochen mit von B, von der Saline B, das Salz, das ist wunderbar. Und ja, und dann das dazu, das werdet ihr jetzt kriegen. Dass da also niemand das Schwarze abkratzt oder so, das wird ganz gegessen, so wie es vorgesehen ist. Hat aber übrigens einen Sinn. Es gibt eine wunderschöne Studie, die ich gefunden habe. Effect of beetroot juice on lowering blood pressure in free living disease-free adults. A randomized placebo-controlled trial. Also, man kann mit roter Beete Blutdruck senken. Das heißt, diese Pflanze schützt uns auch noch vor einer der wichtigsten Zivilisationskrankheiten, nämlich dem hohen Blutdruck. Ist klar, ein Stückchen einer Rande funktioniert dann nicht, aber die Idee ist ja auch nicht, dass man nur einmal ein Stück Rande isst. Das kann man ja einbauen, anstatt heute die ganze Zeit diese blöden Goji-Berries und der ganze Schwachsinn, den wir den Tibetern wegessen und dann muss irgendein Superfood aus Himalaya eingeflogen werden und wir nehmen die Papayas von weiß der Teufel woher. Goji-Beeren sind zurzeit einfach alle, auch nur halbwegs grün angehaucht und fressen Goji-Beeren.
Die sind gar nicht so interessant. Das da ist viel gesünder. Wieso müssen wir immer auf Superfoods zurückgreifen von anderen Ländern? Wieso gehen wir nicht zurück in dem, was die Schweiz uns bietet und was unsere Natur uns bietet? Da sind wir nämlich adaptiert. Wir sind nicht irgendwo im Afrika-Raum vorhanden. Das heißt ja nicht, dass man afrikanisch nicht essen darf. Aber die Basis sollte unsere Natur sein, weil da sind wir adaptiert für.